Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Ali Rilpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball seit Kakarot. Ja, in der letzten Folge haben wir Nebenquests gemacht. Jetzt machen wir weiter mit Nebenquests. Ich gehe jetzt erstmal schwimmen. Ich habe daneben gesprungen. Jawohl. Seid ganz ehrlich, eine Dings-Anzeige gekommen, als würde ich ertrinken in dem Pool. Jetzt ganz ehrlich, ne? Schön. Okay, Mr. Satan hat ein paar Probleme. Im Gegensatz zu uns, wir sind ganz normal. Und ja, ich habe sogar Fähigkeiten in Seelenabzeichen von einer bestimmten Person. Fragezeichen. Hallo. Na, wenn das mal nicht zum Gorn ist, schön, dass du da bist. Satan. Mehr, wo wollen mehr? Stimmt was nicht? Nein, es war schon immer. Er war schon immer so gefräßig, aber aus irgendeinem Grund ist er heute besonders hungrig. Ich habe meinen Köche gerade gebeten, ihm noch mehr zu machen. Mehr, wo wollen leckeres Essen? So sieht das gerade bei mir aus. Er bekommt einfach nicht genug. Wenn mir noch etwas einfiel, um ihn zufriedenzustellen, denkst du, du kannst mir dabei helfen, Son Gohan? Ich hoffe, ich muss nur das Fass ohne Boden. Ich hoffe, ich habe schon irgendwie alles, was ich brauche, falls ich irgendwie Sachen für ihn suchen muss. Klar kann ich helfen. Was mag Bu noch mal? Was Leckeres. Das reicht nicht. Hast du irgendwelche Ideen, Mr. Satan? Er sagt immer nur, ich soll etwas noch Leckeres besorgen. Ich habe zwar keine Ahnung, was er damit meint, aber wenn es frisch ist, isst er es. Etwas Frisches, hm? Er hat in letzter Zeit viel Fisch gegessen, also ja, etwas in der Richtung sollte ihn also zufriedenstellen. Okay, dann besorge ich gleich mal die Zutaten. Oh Gott. Jetzt werde ich einen großen Fisch fangen. Großer Fisch. Sagt mir irgendwie, wo genau ich dahin muss für. Das hilft mir nicht wirklich. Ich gehe jetzt mal dahin, da ist auch ein Dragon Ball direkt. Kann ich mir auch einkassieren. Okay, das war, ist wieder schon so eine nervige. Hätte eigentlich gedacht. Ich hätte schon irgendwie, also nicht. Müsste ihn einfach irgendwas zusammensuchen, was ich schon längst habe. So. Oh, da schwimmen sogar ein paar Großfische, hat er gesagt. Hey, die sind einfach volle Möhre da rein. So, Angeln halt ein Objekt mäßig steigt wahrscheinlich für selten goldene Fische manchmal. Machen wir einfach mal. Ja, dann mal los. Oh, du holst auch dein Dings raus. Ah ja, stimmt, haben wir schon mal gesehen, ne? Du als großer Saiyaman, glaube ich. Los, komm. Beim ersten Mal. Hi. Stirb. War bestimmt noch nicht alles, ne? Ja. Schon gedacht, Scharlachroter. Freue dich nicht so, Son Gohan, das ist nicht das, was du suchen sollst. Machen wir weiter. So, du siehst aus, als könntest du ein großer Fisch sein, glaube ich. Oh Gott sei Dank. Okay. Aber vorher kassiere ich hier noch den Dings ein, den Dragon Ball. So, dann kürzen wir mal ein bisschen ab und gehen so nach Satans. Gut, das ging doch ein bisschen schneller, außer da kommt noch irgendwas. Ich habe so Gefühl, da wird noch was kommen. Das heißt, wohl das Fass ohne Boden, also in so eine Zeit Dingens reingelaufen, geflogen. Ich habe einen schönen frischen Fisch für Bo gefangen. Super, meine Küche werden ihn sofort zubereiten. Bo kann auch Sachen in andere Sachen verwandeln. Warum?
Warum macht er nicht das? Warum tut er nicht, geht er einfach nicht in den Wald und tut irgendwie, weiß ich nicht, er ist in Schokolade oder verwandelt. Das ist lecker. Ein Glück, bist du jetzt endlich satt? Bu wollen mehr, Bu immer noch hungrig. Das kann nicht dein Ernst sein. Entschuldige bitte den Ärger, Son Gohan. Ach, das macht doch nichts, aber könnte ihm, was könnte ihm bloß zufriedenstellen? Vielleicht geben wir ihm zwar das Richtige, aber in der falschen Menge. Wenn wir in ein komplettes Menü kochen würden, würden ihn das vielleicht besänftigen. Ein komplettes Menü, hm? Ich frag mal meine Mutter, vielleicht weiß sie, was zu tun ist. Hm, ein komplettes Menü, sagst du? Und die Profiköche von Mr. Satan bekommen das nicht hin? Ich bin mir nicht sicher. Oh Moment, ich habe ein Rezept. Ein Rezept? Ja, ich habe es vor einiger ganzen Weile von jemandem bekommen. Dafür brauche ich wirklich seltene Zutaten. Also habe ich es noch nie kochen können. Aber so ein großartiges Gericht sollte sogar großer Bußheißung erstellen. Warte mal, ja? Shishi schaute sich an, welche Zutaten sich im Haus befanden. Meinst du, du kannst es kochen? Ich dachte, ich könnte es, aber ich habe nicht alles, was ich benötige. Und das Ostern besorge ich die fehlenden Zutaten. Das ist mein Junge. Sobald du alles hast, fange ich an zu kochen. Und das suche ich genau. Mal sehen. Habe ich doch bestimmt alles schon. Das sollte alles sein. Schon, ich bin gleich wieder da mit allen. Blub. Nein. Dino-Fleisch. Bestes durchwachsenes Dino-Fleisch. Gott, wo kriege ich denn das jetzt schon wieder her? Hi, Vater. Hm, er denkt natürlich, du als Kampf. Stimmt nicht mit dem. So, kann man im Dings nachgucken, wo ich das herbekomme nochmal. Durchwaschenes Dino-Fleisch. Hm, sieht man leider nicht. Aber warte mal, irgendwie bei Dings kann man, glaube ich, was gucken. Da. Weiß nicht, ob mir das hilft, irgendwie. Bestes durchwachsenes Dino-Fleisch. Problem ist, ich weiß nicht, von was für ein Dinosaurier ich da bekomme. Also bringe ich einfach alle um, alles klar. Ich meine, ja, wird mir das schon geben. Ich muss auch irgendwie so 20 Gramm irgendwie finden, um irgendwie noch so einen Eintrag zu bekommen. Wo habe ich denn das schon wieder her? So, ihr müsst doch irgendwo. Gut. Ich will nicht gegen die kämpfen, Son Gohan. Ich will nicht. Nein. Okay. Komm schon. Treffe ich dich? Nö. War ehrlich. Platzieren ist so kacke, ne? Na, jetzt haben die mich entdeckt. Ehrlich? Dreck, ey. Für ein Level seid ihr? Sehe ich nicht. So, du komm her. Ich treffe nicht den Boden. Ich treffe immer irgendwie den Boden, wenn ich hier und so was stehe. Ich verstehe nicht, wieso. Hallo. Das ist auch voll der Schwache. Den kriege ich doch bestimmt nicht genau das. Oder doch. Natürlich habe ich genau das bekommen. Ich dachte, ich muss vielleicht irgendwie gegen den krassesten Dinosaurier aller Zeiten kämpfen, um das zu bekommen, aber nee, einfach nur den ich schon, wahrscheinlich der erste Dinosaurier ist, den ich je gesehen habe im Spiel. Ich verlasse mich darauf, dass du die Zuten, ja, alles klar, easy peasy breezy. Ich habe ein komplettes Menü gekocht, es war in dieser Kapsel für dich.
Ich gebe dir das Rezept für dieses Gericht. Wenn ich es also noch mal machen soll, musst du nur bringen, was ich benötige. Vielen Dank, Mama. Ich habe allgemein noch nicht viel Rezept. Ich weiß gar nicht, wie man neue Rezepte bekommt irgendwie. Und wie ist es? Wo glauben er das wirklich mögen? Hoch, was meinst du mit er? Wurde das Essen dem Hund gegeben? Er ist nie im Leben die Menge, die Chichi zubereitet hat. Er hat alles an den Köter verfüttert. Wuff, wuff. Du das mögen? Das lecker, oder? Wo wissen, was du mögen? Fein, fein. Moment mal, Bu, willst du etwa sagen, dass du das alles nur gegessen hast, um herauszufinden, was der Hund mag? Aha, ja, Busat. Bu, du hast mir wirklich geholfen, Son Gohan. Es freut mich, Bu und der Hund sehen sehr zufrieden aus. Aha, du, Bu, gutes Essen gebracht. Du guter Kerl. Bu dich wirklich mögen. Das ist schön, danke. Alles klar. So, ich habe mich schon gefragt, ich auch von dem Hund. Das ist klar. Welpe. Ja, ich meine Namen, ey. Im Eintrag hat er aber einen Namen irgendwie. In der Enzyklopädie. Aber gut, dann war es das wieder mit dieser Quest. Dann gucken wir mal, wo es weitergeht beim nächsten Mal. So, wir sind ja auf dem Planeten der Kaioshin und hier liegt noch was Schönes. Boom. Gehen wir mal auf. Und ja, hier gibt es noch eine Mission. Den Typen haben wir auch noch nicht als Seelenabzeichen, mein Gott. Also ja, können wir auch noch direkt einkassieren. Ich nehme mal sehr stark an, wir kriegen den. Außerdem klang die Missionsbeschreibung sehr interessant. Hey! Sprich nicht so mit mir! Ich habe mit dir noch ein Wörtchen zu reden. Oh je, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Der sieht ziemlich verärgert aus. Habe ich etwa was angestellt oder vielleicht etwas vergessen? Müsst du deinen Versprechen nachkommen? Sag bloß nicht, dass du es vergessen hast. Mein Versprechen? Du wolltest eine echte Form für mich finden, die ich küssen kann. Oh, das habe ich komplett vergessen. Also, ich meine eigentlich nur, verstehe, du hast halt so einen Kaioshin belogen. Da werde ich wohl mit Emma Dayo ausmachen müssen, dass du deinen Körper verlierst, wenn du stirbst. Was? Nein, bitte tu das nicht. Wenn ich meinen Körper verliere, kann ich nicht mehr kämpfen. Das Versprechen. Okay, warte kurz. Ich stecke echt in Schwierigkeiten. Ich muss mit Bulma darüber reden. Ja, genauso wie der Serie. Warte mal, du redest doch hier nicht gerade von Bulma, oder? Ich glaube, ich spinne. Das ist ja wohl die Höhe. Bei dir tickt's wohl nicht mehr richtig, verdammt nochmal. Bitte dir doch ein paar von Chichis Hörnern an, wenn es unbedingt sein muss, aber nicht von meiner Frau. Hey, Bulma. Oh, Son Goku, kann ich dir helfen? Also, es geht darum. Vielleicht sieht man nur, wie Son Goku so gegen die Wand geklatscht wird. So sieht's also aus. Meinst du, du könntest den Kaioshin ein Küsschen geben? Natürlich nicht. Warum denn nicht? Es tut doch nicht weh oder so. Warum fragst du nicht Chichi, ob sie das machen würde? Weil sie mich dafür umbringen würde. Ich bitte dich, Bulma. Ja, du bist echt anstrengend, weißt du das? Meinetwegen, wenn du mir einen Gefallen tust, denke ich darüber nach. Wirklich? Ich frage mich, was Vegeta dazu sagen würde, obwohl ich, dann habe ich gerade nachgespielt. Bring mir alle 7 Dragon Balls. Wie? Das war's schon? Weißt du, die habe ich 0, nichts zusammen. Das will ich hoffen. Okay, jetzt muss ich... Okay. Da mache ich dann kurz offscreen und dann sehen wir uns hier wieder, wenn ich alle ab. Ich wollte die noch gerade sammeln, ne? Wollte halt noch gerade so malen, weil ich weiß, irgendwann kommen die vielleicht noch. Und ja. Wir sehen uns dann, wenn ich sie wieder alle ab. An dieser Stelle. Bis gleich. So, ich habe alle Dragon Balls beisammen. Ich dachte eigentlich, das Spiel wäre freundlich genug, mich direkt so Bulma wieder hin zu teleportieren, weil Son Goku direkt gesagt hat, oh, ich habe alle Dragon Balls. Aber nein, muss ich jetzt ausnahmsweise mal wieder zu Fuß per Teleportation machen. Also ja, hier kommen. Hier Bulma. Ich habe alle Dragon Balls. Oh, das ging ja schnell. Ich habe mir eigentlich gesagt, ganz schön Zeit gelassen. Danke, das hilft mir sehr. Sag mal, wozu brauchst du die eigentlich?
Ich mache mir Sorgen, dass ich Falten bekomme und dachte mir, ich könnte um eine Hautverjüngung bitten. Wie bitte? Das möchtest du von Shenlong? Ist das so schlimm? Ich werde die restlichen Wünsche für gute Zwecke nutzen. Haha. Du wirst dich also mit dem alten Kaioshin treffen, ja? Auf keinen Fall. Was? Aber du hast es doch versprochen. Ich habe versprochen, darüber nachzudenken. Ach, komm schon. Okay, okay, ich habe eine Idee. Hör zu. Okay. Die kann sich doch einfach wünschen, dass die einen vergessen hat, den zu küssen. Dafür habe ich gedacht, wenn sie jetzt die Dragon Balls verlangt, damit sie sich danach wünschen kann, dass sie das vergessen kann, den zu küssen, oder was? Oh, meine Güte, du bist aber wirklich einen prächtigen Anblick. Okay. Wie geht es jetzt weiter? So, dich haben wir. In Ordnung, bringen wir es hinter uns. Bringen was hinter uns? Das Küssen natürlich. Wirklich? Und dann bringen wir es hinter uns. Was? Ja, Mist, ich hatte keine Zeit mehr. Oh, oh. Was mich reingelegt? Dachtest du, du könntest mich in einer Attrappe täuschen? Ja, tut mir leid, die echte Bäume war diesmal nicht so ganz verfügbar. Du wagst dich über den obersten aller Kaioshin lustig zu machen, das werde ich dir niemals verzeihen. Ja, ich habe doch gesagt, dass das nicht funktionieren würde. Hol mich hier verdammt noch mal raus. Okay. Entschuldigung noch mal, bitte, alter Mann, bis später. Hey, komm zurück. Da war eigentlich voll Zeit verschwunden. Jetzt kommt ja. Er stell mal vor, der geht echt zu Emma Dayo. Ja. Okay. Warum nicht? Da Dolong aber dazu bereit war, verwundert mich ein bisschen. Aber okay. Dann mal gucken. Vergiss dein Versprechen nicht. Ich habe wohl mir auch schon vorstellt Dinge versprochen, weil ich in ihrer Schuld stand. Aber trotzdem. Der alte Mann war ganz schön sauer, was? Ja, ich kann es ihm nicht verübeln. Ich weiß, nächstes Mal bringe ich ihm was Leckeres zu essen mit. Dann wird ihn bestimmt aufmuntern. Das sollte es auch lieber. Okay. Na, wenn ich schon mal hier bin. Boom. Das war gut. Dann sehen wir uns wieder, wenn es weitergeht, ja. Okay. So, ich habe ja noch eine Mission mit Bobby Schergen, habe ich ganz übersehen. Da machen wir die auch mal fertig. Hier, boom. Na, kennst mich noch? Stimmt, da waren ja noch Pui Pui und Jakon und Co. Das war ja auch noch erledigen. Ja, komm, von dem ich gedacht hätte, ich kenne irgendwie einen Synchronsprecher, aber irgendwie nicht. Hey, oh, ah, du bist es. Sinneswandel. Den Schergen trainieren, genau. Das hatte ich vor. Also ich dachte mal, ich bin hier. Wollen wir kämpfen? Wenn ich Vegeta, ich hätte noch Vegeta und Son Gohan mitnehmen sollen, so wie damals. Was? Pui Pui, beseitige diese Plage. Ja, Sir. Cool, du kämpfst also gegen mich, was? Warte mal, du warst mit Kaioshin auf dem Schiff? Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, was danach geschah. Ja, mein Befehl lautet, dich zu töten. Breit? Ja, alles klar, kein Ding. Ich mach da mal ganz schnell hier, ne, wenn es geht. Boom. Geht irgendwie doch nicht. Ja, was macht deinen Schergen los, so. Genki da mal. Ich war einfach meine dicke Genki Dame auf die drauf. Immer wieder, wird schon reichen. So, wir haben Schuh, mach was. Gut gemacht. Weiß nicht, was das soll. Er lenkt irgendwie die Angriffe auf sich damit, aber ja. Ich habe nur gesehen, wie der weggeflogen ist, volle Möhre. Drachenfaust. Oh, das macht nicht so viel Schaden, wie ich gedacht hätte. So, versuch mal so. Der hält ja ganz schön viel aus, ey.
So. In die Fresse. Ja, und ich, mein Gott. So, jetzt aber. So, diesmal kriege ich auch was aus meinen Rage-Modus heraus, habe ich so ein Gefühl. So, ich mache noch mal meine Drachenfaust. Ja, da kommt jetzt eine besondere Katze oder irgendwie sowas, wenn die benommen sind. Wahrscheinlich nicht. Egal. Ist das stirb. Ja, gut. Oh, ich habe Level ab. Level 80, gut. Er ist stark. Das stimmt, dieser Typ und seine Freunde haben mich damals fertig gemacht. Was machst du? Tu etwas, Herr Akon. Hey, du bist das Monster, das ich schon mal besiegt habe. Das stimmt. Und dieses Mal muss ich mir um die Energie keine Sorgen machen. Ich gebe alles. Gut, aber du wirst mich nicht noch einmal schlagen. Was war das denn für eine Antwort? Hey, dich habe ich doch schon mal fertig gemacht. Das stimmt. Irgendwie Feuer, Phineas und Ferb Satz irgendwie. Seid ihr nicht viel zu jung, um irgendwie das zu machen? Ja, ja, sind wir. Nein, nicht. Die Serie schon immer irgendwie merkwürdig. Dafür ist das. Oh, der hat absorbiert sich gerade. Ich dachte, ich muss mir um Energie keine Sorgen machen. Ey. Son Goku, du Lügner. Du weißt du, was du bist? Lügen tust du. Wir haben Schuh, rette den Tag. Gut gemacht. Du ziehst die Aufmerksamkeit auf dich und ich schmeiße ihn um. So läuft das. Ja, der geht auf dem Stuhl los. Und dann hau ich ihn eine rein, ne? Wie Bossangriffe. Eins abgezogen, kommt schon. Na ehrlich, ist doch schon so gut wie tot. Ich teleportiere mich einfach hinter dich. Versuch mal, das hier zu absorbieren. Das sah cool aus gerade. Warte, ich habe noch ein Level up. Okay. Ich habe schon wieder verloren. Du bist zu stark. Was bist du? Das sollten wir wiederholen. Ich bin stets bereit zu kämpfen. Was zum Kuckuck machst du da? Du hast zweimal gegen denselben Typ verloren. Kämpf doch mal gegen ihn. Kämpf doch mal gegen ihn. Es gibt keinen Grund, dass du ihn nicht schlagen kannst. Vielleicht sollten wir aufgeben. Auf diesem Planeten gibt es nur Verrückte. Ruhe. Fluch, das darf nicht wahr sein. Alles wird gut, Lord Baby. Dein Plan wird aufgehen. Du musst ihn nur erstmal auf Eis legen. Ja, ich schätze, ich habe keine Wahl. Genauso ist es. Ich bin fertig mit euch Typen. Darf man zweite Lebenschance nicht vergeuden. Bitte nicht böse sein, ja? Klar. Warum versucht ihr euch mit diesem Trottel anzufreunden? Warum nicht? So. Was war das? Da haben wir die beiden Typen noch. Ja. Ich kann die Schwäche auf der kaum spüren. Wow, du bist voll stark. So, gut, dann sehen wir uns in der nächsten Quest. So, da wir Barbie Schergen gerade noch ein bisschen verprügelt haben, machen wir weiter damit. Ne? Dann ist noch da, bei den Knöpfen uns auch noch vorkommen. Wird schon klappen. Was geht, Alter? Boah, bist du das da, Bra? Ach, Son Goku, ich entschuldige mich auch, dir und deinen Freunden Probleme gemacht zu haben. Ich will ein paar Runden gegen dich kämpfen. Na, was sagst du? Komm schon. Du willst gegen mich kämpfen? Kommt gar nicht in Frage. Ich kann keiner Fliege etwas zu leid tun.
Ist dir irgendwas zugestoßen? Ich hätte schwören können, dass du bei unserem letzten Gegner noch böse warst. Ja, das war ich. Und das war falsch. Ich habe lediglich meine Funktion als König des Dämonenreichs ausgeübt. Als er Amadeo sah, wie sehr ich mich darauf freute, in die Hölle zu kommen, hat er mich in den Himmel geschickt. Was? Du bist in den Himmel gekommen? Ja, dort habe ich gelernt, wie falsch ich früher gehandelt habe und habe das Böse aus meinem Herzen getilgt. Ja, wieso funktioniert das nicht bei jedem anderen Bösewicht? Darum kann ich... Hat er nicht irgendwie, weiß ich nicht, den seine Gehirn irgendwie manipuliert oder so? Und irgendwie hat Böse so entfernt. Warum hat dann das nicht wortwörtlich mit jedem anderen Bösewicht gemacht, wie Freezer oder so? Okay, darum kann ich nicht gegen dich kämpfen. Mann, wie blöd. Ich hätte wirklich auf einen Kampf gegen dich gehofft. Tut mir leid, ich enttäuscht so ein bisschen, aber ich kann nicht einfach grundlos kämpfen. Also müssen wir was Böses machen. König des Dämonenreichs? Ich weiß, was, wenn ich dich für einen Kampf bezahle? Tut mir leid, aber das reicht nicht als Grund. Ich kenne ja diesen Typen namens Mr. Satan, der hat jede Menge Kohle. Ich könnte ihn überreden, dich zu bezahlen. Mit dem ganzen Geld könntest du auf der Welt viel Gutes tun. Also wenn ich gegen dich kämpfe, bekomme ich Geld, um anderen zu helfen? Ja, ganz genau. Ich verstehe. Also gut, ich nehme dein Angebot an. Das ist doch endlich mein Wort. Okay. Ich habe eigentlich genug Geld. Ich habe irgendwie so 1 Million Seni. Er ist halt 81. Die haben mir gesagt, Level 76 war der. Die haben mich verarscht. Ich mache so viel Schaden als dreifacher Super Saiyan. Das ist ein bisschen krass. Da ruiniere ich nicht schon wieder mein Betäubungsding, ne? Na, ciao, so hilf mal. Sehr gut. Okay, das ist irgendwie krass. Wenn der Chao so den auch festhalten kann, ne? Aber ich dachte, jemand will wieder abwehren. Komm schon. Danke. Hey, habe ich schon getroffen, Mann. Aber das war noch weit genug. In die Fresse. Nein, nicht angreifen. Ich schieß doch gerade auf dich. Oh, noch mal. Oh, warum nicht? Die macht halt nicht viel so an Schaden. Na komm. Kein Blocken, das ist unfair. Warte mal, du bist betäubt jetzt. Genommen, was weiß ich. Ich liebe es, wenn man so benommen Angriffe macht. Ja, hat noch gereicht, sehr gut. Fristert. Ja, voll wenig Schaden gemacht. Was soll das denn? Ja, aus dem Weg, Mann. Oh. Setup und jetzt Neostrahl. Haben schon eins. Hat er nur einsen gesehen. Warte mal, Z-Kombo stand da gerade. Mach mal. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Eins. War ein bisschen krass jetzt. Okay, auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe nur einmal am Abend bisher gesehen. Was ist, mehr hast du nicht drauf? Du hast doch noch gar nicht gesehen, was ich alles kann. Krass, du bist wirklich etwas Besonderes.
Weißt du nicht, wer ich bin? Hoch, du bist jetzt richtig gut, oder? Nö. Oh je, da habe ich mich wohl etwas zu sehr mitreißen lassen. Weißt du eigentlich, ich bin sogar erleichtert. Du bist immer noch genauso stark wie früher. Sag mir Bescheid, wenn du mal wieder kämpfen willst. Mach ich. Ach ja, was das Geld angeht, das du mir versprochen hast. Da ich es nicht brauche, kannst du es gleich an die wohltätigen Organisationen spenden. Mittele, ich werde Mr. Satter darum bitten, wenn ich ihn das nächste Mal sehe. Okay. Ja, das ging auch noch recht zackig eigentlich. Der Kampf war eigentlich ein bisschen krass, jetzt wo ich darüber nachdenke, aber okay. Dabra. Gut. Und ein Level up für meine Kollegen. Alles klar, dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. So, wir machen uns jetzt auf und tun diese Nebenstory erledigen mit Frieza. Ja, das ist mein zweiter Versuch, ehrlich gesagt, weil ich gerade als mich den Typen nähern wollte, sind natürlich von überall Gegner gekommen und haben mich angegriffen und das war voll nervig. Ich hasse das. Also ja, komm her. Na, wie geht's? Boah, bist du klein. In der ersten Form. Du. Hoch, wer bist du denn? Moment, dieses Key kenne ich. Bist du das, Frieza? Stimmt, er hat ihn ja irgendwie nie in der ersten Form gesehen, ne? Ganz genau, du hattest nur noch nie das Glück, mich in dieser Form zu sehen. Entschuldigung, was wolltest du noch mal von mir? Was? Die Rückkehr des Herrschers. Die Rückkehr des Königs. Bist du auf einen kleinen Trainingskampf? Zu mir etwa erzählen, dass du mich deshalb wiederbelebt? Wiederbelebst? Was? Du hast mich deshalb wiederbelebt? Ja, das könnte man so sagen. Du sollst wissen, dass mir zahllose Planeten und Diener untertan sind. Du willst mich, den großen Kaiser Frieza, zum Trainingspartner haben? Ja, ja, du bist ein echt hohes Tier, schon kapiert. Jetzt komm schon, lass uns loslegen. Du hast dich kein bisschen verändert. Du hast immer noch großes Talent, mir auf die Nerven zu gehen. Ich habe mich auch nicht verändert. Als ich halbtot durch den Weltraum trieb und selbst nachdem ich in die Hölle verdammt worden war, habe ich dir meine Demütigung durch nie und nie verziehen. Hey, dein Ki ist so stark, dass es den gesamten Planeten erschüttert. Ich kann es gar nicht erwarten, gegen dich zu kämpfen. Ja, aber in der finalen Form, oder? Oder auch nicht. Ich glaube, wir müssen gegen jede Form hier kämpfen. Ja, schon. Oh, okay. Und eigentlich hat er verspottet und ich hatte irgendwie, weiß nicht. Okay, wenn ich den weghau, dann egal. Ich mach mal einfach so weiter wie immer. Was war hier? Ja, ich drücke jetzt immer die falsche Kombination. L2 R2, mein Gott. Versuch mal, das hier abzuwehren. Okay, gut. Bin sogar noch getroffen. Hey, wo gehst du hin? Das macht nachher einer Schaden. Also voll kacke. Ey. Warum hat man denn dann überhaupt die Kacke, wenn die noch nicht mal annähernd Schaden machen? Was ist denn der Sinn, überhaupt die noch dabei zu haben? Ah. Gut, mach keinen Schaden an. Wenigstens könnt ihr ja nur aufhalten. Ich merke gerade. Irgendwie kommt das jetzt sehr schnell immer. Diese super Angriff-Dingen. Man scheint auch nie daneben zu hauen. Sehr gut. Ist doch nicht mal euch K.O. gegangen. Ich frage mich, ob wenn ich Son Gohan und Son Goten in meinem Team habe, während Son Goku spielt, ob die dann das Familien-Kamehameha machen. Wie in dem Broly-Film. Diese Formel reicht wohl nicht, um mich zu besiegen. Das ist nur zum Aufwärmen. Komm schon, Frieza, sei nicht knauserig. Ich kann nicht besser werden, wenn du nicht alles gibst. Du lästige kleine Schmeißfliege.
Vollbart sagt genau Son Goku, der tut es da auch immer erst antasten an seine Gegner. Endlich machst du ernst. Dieses Mal wirst du mir die mir zu Füßen kriechen. Na wart, Freezer. Dir roll ich die Fußnägel hoch. Ja, aber jetzt irgendwie nicht. Okay, gute Kombo. Schon wieder die falsche Kombination gedrückt. Na, komm da nicht Erinnerung zurück, Freezer. Du in deiner finalen Form, ich als Super Saiyajin. Ja, komm doch Erinnerung wieder, ne? Now I'm mad, Freezer. Redest du gerade über Krillin? Okay, ne? Irgendwie gar keinen Bock in der Form, habe ich so ein Gefühl. Weil ich stimmt, ich glaube die zweite Form war auch irgendwie schwieriger zu bekämpfen damals, ne? Ja, diesmal habe ich dich auch mit dem Ding kaputt, mit dem Z-Kombo. Na mach, gut, hi. Na, wie geht's dir? Benommen. Eins. Sehr gut. Gut gemacht, Team. 59, ausgezeichnet. Wenn nur noch mächtiger. Das muss daran liegen, dass ich gerade erst wiederbelebt wurde. Wenn du dir etwas eingerostet vorkommst, dann können wir das Ganze gerne wiederholen. Wiederholen? Ja, ich möchte wieder mit dir trainieren. Ich muss schon sagen, mit dir, was? Mir hat dein Umgangston zwar noch nie gefallen, aber nun gut. Ein Genie meiner Größenordnung wird dich sicher übertreffen, wenn ich mich diesen Trainingsquatsch widme. Vor allem, das ist gar nicht mal so weit entfernt, ne? Der hat mal 3 Monate trainiert oder so und dann war irgendwie so stark wie Dragon Ball Super Son Goku. Na, vergiss nicht, dass ich dich immer noch töten will. Hey, das ist die richtige Einstellung. Pff. Hast du mich? Dein Hass wird dich stärker machen oder so. Ne? Sah jetzt gruselig aus, wie die beiden so angeschwebt gekommen sind. Na, Freezer. Und Son Goku ist 85, gut. Na, Karotte. Du bist noch bäumlich wieder belebt zu haben. Ja, das kenne ich. Gut, dann auf zum nächsten Gegner. Ich wette, er ratet nicht, wer der nächste Gegner sein wird, den wir uns jetzt widmen, ne? Ich habe einen Versuch. Alles klar, hier sollte eigentlich Cell auftauchen, aber wie man sieht, ist er nicht hier. Und ja, ich habe das mal gegoogelt und ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Und zwar an diese Dinger hier liegt das. Da. Da hinten ist Cell. Ich nehme an, genau wie bei Freezer, sollte Cell hier in seiner ersten Form stehen. Das Problem ist aber, diese Berserker-Gegner hier, diese Gegner mit diesen riesigen Auren, sind hier überall. Und ja, anscheinend, wenn irgendwie ein Charakter da vorkommt, in diesen Berserker-Gegnern, dann kann dieser nicht noch mal irgendwo anders spawnen auf der Karte. Und ja, ich nehme an, Cell in seiner ersten Form sollte hier stehen, aber da hinten Cell in seiner ersten Form ist, können wir den hier irgendwie nicht triggern oder spawnen lassen. Und ja, der Grund, warum überhaupt Cell oder andere Charaktere mit Namen in diesen Berserkergruppen sind, ist, weil ich durch die Karte geflogen bin in jenem Gebiet und alle Berserker-Gegner kaputt gemacht habe. Und die tun nicht respawnen, wie ich vorher gedacht hätte. Und ja, wenn man die alle erledigt auf einer Karte, dann spawnen noch so ein Haufen anderer Berserker-Gegner. Allerdings sind das dann nicht so random Leute, so wie Freezer-Soldaten oder irgendwie sowas, sondern so Charaktere. Und ja, ich habe auch mal offscreen eine Gruppe davon besiegt, habe aber danach wieder geladen, weil ich gesehen habe, danach kommt eine schöne Cutscene, die, ja, ich weiß also sozusagen, was passiert, wenn man alle Berserker-Gegner auf der Karte erledigt. Und ja, wenn ich das nächste Mal mache, dann zeige ich euch mal, was da passiert. Und das ist relativ interessant und hat meine Neugier ein bisschen erweckt. So, nachdem ich jetzt das erwähnt habe, ich nehme jetzt mal sehr stark an, wir müssen hier Cell besiegen.
damit wir Zelda in der Quest spawnen lassen können. Also ja, machen wir mal die Typen hier fertig. Übrigens, Community, ich habe Freezer jetzt mal auch eingegliedert irgendwo, und zwar hier in der Trainings-Community, und die ist schon sehr weit hochgelevelt, und ich habe jetzt auf Maximum die Trainings-Community. Das bedeutet, ich kriege jetzt plus 100% mehr Kampferfahrungspunkte, was auch nicht schlecht ist eigentlich, ne? Das glaube ich, das dritte, was ich auf Maximum habe, ne? Z-Krieger habe ich auch schon auf 100%, was erklären könnte, warum ich so viele ja von diesen Z-Kombis hier abfeuern kann, wenn alle drei Charaktere auf einmal angreifen. Dann ist hier wegen dem Maximum Dingen Anfangswert der Unterstützungsanzeige plus 50%. So, Entwicklung habe ich auf Maximum, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Und ja, ich hoffe, ich kriege alles auf Maximum irgendwie irgendwann. Da wäre nicht schlecht. So, nach all dem Gerede würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier rein und machen den fertig. Ich hoffe, wir kriegen das hin. So. Die Serker Gegner an sich waren schon halbwegs einfach, weil die noch ein bisschen unterlevelt waren. So, das stärkste, was ich gekämpft habe, war noch so 72 oder irgendwie so was. Ja, ich habe mehr oder weniger überall, wo diese Dinger, wo diese Gegner auftaucht sind, schon mal alle hier erledigt, damit hier diese besonderen Gegner alle auftauchen. Und ja, darum kümmern wir uns dann auch irgendwann mal. Ich habe gesagt, da wird interessant passieren, wenn wir die alle erledigen. Ich glaube sogar optionaler Boss oder so. Wie gesagt, ich habe schon Cutscenes gesehen, wie passiert, wenn man alle in einer Karte erledigt. Und das sieht sehr danach aus, dass man einen optionalen Boss freischaltet, wenn man die alle erledigt. Und ich weiß wahrscheinlich auch schon wen. Allein schon wegen der Cutscene, die danach kam. Also ja. Aber darum kümmern wir uns jetzt noch nicht. Wir müssen einfach nur diese Typen erstmal. Ah ja, ich erinnere mich. Oh Mann, ehrlich. Boom. Geh kaputt. Okay. Wir sind noch relativ niedrig gelevelt, also. Ich mache auch so einen dicken Schaden. Was hast du gerade absorbiert? Wir hatten auf den drauf gefeuert. Oh mein Ki. So, ich hoffe, mein Plan funktioniert auch, ne? Dass jetzt, wenn ich Zell jetzt kaputt gehauen habe, der jetzt dann spawnt als nächstes, ne? Weil ich habe nicht die Lösung nach diesem Bug irgendwie nachgeguckt. Ich habe nur gesehen, was irgendwie die Ursache ist für dieses Dingen hier, für diesen Bug. Und ja. Gehen wir mal dahin und hoffen, dass Zell jetzt da steht. Ich will nicht, ich will mich nämlich noch nicht mit diesen Berserker-Gegnern hier rumschlagen, wenn ich ehrlich bin. Steht immer noch nicht da. Aber vielleicht, wenn ich einmal das Gebiet verlasse. Man muss sich in das Gedankenset eines Programmierers hier irgendwie, weil nicht hineinversetzen, um zu gucken, wie das vielleicht funktionieren könnte, ne? Jetzt gehen wir noch mal zurück. Dauert ja nicht so lange. Ich habe auch schon probiert, Son Gohan irgendwie zu steuern, weil ich dachte, irgendwie haben sie sich da irgendwie vertan, muss man Son Gohan steuern, um gegen Cell zu kämpfen, weil das wird für mich irgendwie mehr Sinn machen. Aber nö, war auch nicht der Fall. Oder dass ich nur mit Son Goku alleine hingehen musste. Ich habe schon einige Sachen ausprobiert. Hat alles nicht funktioniert. Deswegen ja, ich letztendlich gegoogelt habe. So, und ich hoffe, du bist jetzt da. Jetzt habe ich diese Berserker-Gegner ja vollkommen sonst platt gehauen. Na, super. Warum nicht? Tut Zell in seiner zweiten Form da stehen oder was? Da muss ich nämlich die auch noch erledigen. Das muss daran liegen irgendwie. Oh, wir sind schon wieder überall Gegner. Wie einer von denen kommt mir jetzt in die Quere, wenn ich da reingehe. Gut. Na, versuchen wir das Ganze noch mal. Versuche mal ein bisschen abzukürzen. Ich bin einfach gegen die Damas.
Oh, Cell, ah, mit Tim schon ganz gar nicht meine Gruppe. Hätte ich gesagt, spam eine Kiko-Kanone gegen Cell. Wird auf jeden Fall bringen. Ich bin Level 85. Ich glaube, da kann ich wieder einige Sachen so hochleveln und Fähigkeiten bauen. So, ist nur du übrig, nee, oder? So, Zell ist erledigt. So, C18. Hey, Krillin, verprügeln deine Frau. Fällt übrigens auf, ich habe glaube ich noch gar nicht zu 17 als Seelenabzeichen. So, einer Charakter, die mir noch fehlen, glaube ich. So, muss ich jetzt aber sein. So. Ich würde jetzt gerne, dass das funktioniert, wenn es geht. Sonst weiß ich nicht weiter. Gut, dann machen wir da hinten Freezer auch noch kaputt. Das ist nur Freezer, Mecha Freezer meine ich. Dann kann ich euch mal sehen, was für eine Cutscene ich zu sehen habe. Ich nehme jetzt mal an, das ist die gleiche Cutscene, die ich auch gesehen habe. Was? Zwei Freezers? Ich glaube ja eher nicht. So, ich sollte halt vielleicht auch einmal einsetzen mit dem Charakter, weil dann kann ich diesen Set-Kombo glaube ich einsetzen. So, ihr beiden, kommt mal her. Na, kennst du den Move noch, Freezer? Oh nee, aha. So, wird es wahrscheinlich überhaupt nicht bringen, aber egal. Ich will mal sehen, ob wir. Wir hätten allen kam ja mehr ein, okay? Gut. So wie wir geplant haben, oder? Wie einer vermasselt. Oh mein Gott, wir machen sogar ein bisschen Schaden. Triple Kamehameha hat den noch nicht mal erledigt. Wart. Ich treffe die schon irgendwie. So, okay. Okay, das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum es Zell nicht spawnt. Ach man, ich den auch noch erledigen. Wo ist er? Da müssen 85 du spawnst genau an der Stelle, wo Cell eigentlich spawnen sollte. Das ist schon sehr verdächtig. So, ich habe genug Sensorbohnen, also vom. Ach, jetzt auch ein zweifacher Superzeichen. Mach mal deine kleinen Zwerge hier kaputt. War das, er nervt gerade irgendwie. Ich wollte eigentlich Cell hier die Mission machen. Für Cell. Ich werde hier gesidetrackt. Ich hätte gerne alles so in so einer richtigen Ordnung irgendwie. Statt so wie er war. Oh ja, halt meine Key. Gut. Gut. Seine Wesen für etwas nützlich. Langsam holen die ja irgendwie echt auf mit dem Level. Habe ich so viel. Jetzt kontern? Nee, nee, nee. Oh, was? Oh, du hast schon wieder einen neuen gespawnt, ehrlich? Dann sagt er doch gleich hier. Ich wüsste halt. Cell. Willst du mich auf den Arm nehmen? Du hast mir jetzt meine Verwandlung hier abgebrochen. Mach mal. Ich war echt nur ein Angriff von denen einsetzen, dann kann ich direkt das hier machen. Auch nicht schlecht.
Oh mein Gott, Schaden. Der Angriff macht irgendwie weniger Schaden als der Angriff davor, wenn ich den so ein paar Mal schlage. Gibt's da nicht, ey. Dreifach Kamehameha macht weniger Schaden als diese kleine Schlagkombo, die er da vorne macht. So, und ich setze meine Sensorbohne ein. Boom. Die Dinger sind so überpowered. Mach doch Kamehameha. Aber sind ja echt gerade vier Gegner. Ich glaube ja, ne? Diese Konter, ne, die finde ich so nervig. Boah, ey, einer blendet mich, die anderen schießen mich dann immer direkt ab, ey. Auch wenn ich meinen Rage-Modus einsetze, ich will das hier ein. Oh Gott. Ach, ehrlich, er ist voll broken. Hier kann ich auch. So, Genki Dama. Boah, schon wieder. Ja, die Cell Juniors sind viel nerviger als Cell gewesen. Ich habe Abwehrbrecher wie blöd hier. Naja, so der einzige, der noch übrig ist, da waren noch gerade noch zwei, glaube ich. Ja, was schon da. No, das gibt's da nicht, ey. Daneben. Was? Wie habe ich dich jetzt nicht getroffen? No, das gibt's jetzt nicht, ey. Na gut gemacht, wir haben Schuh. Fällt mir gerade ein. Ich habe mir auch vor, wie einfach so ein Cyberman mitten aus nichts kommt, den einfach wieder in die Luft gehackt. Okay, okay, irgendwie macht er jetzt keinen Konter. Jetzt ist einfach kaputt Combo. Da verstehe ich nicht. Egal, wir haben es geschafft. So, hier ist aber irgendwie nichts passiert, Cutscene-mäßig und so, und ist immer noch kein Zell, das gibt's nicht. Okay. So, ich gehe jetzt noch mal hier raus, ne? Und wieder da rein. Und WSL spawnt jetzt nicht, sonst legt mich das jetzt hier ein ganz klein bisschen auf. Vor allem, ich hätte auch ehrlich gesagt eine Cutscene hier gerne gehabt. Sonst hätte ich diese Kämpfe ja gar nicht aufnehmen müssen eigentlich. Oder ist halt echt nicht irgendwie was passiert oder so. Okay. No, Cell, komm jetzt. Alle Gegner ja platt gemacht. Sind keine Berserker-Gegner mehr. Muss doch jetzt richtig sein. Also die wieder respawnt, nee. Ja, die bleiben auch weg anscheinend. Ja, da ist er endlich, ey. Weil er war doch gar keinen Sinn gemacht. Cell in seiner perfekten Form war doch gerade nicht hier, ey. Der war doch erst noch. Der musste doch auch erst mal spawnen, ey. Der ist doch voll kacke. Hallo, lange nicht gesehen. Ja, vor 5 Minuten. Was mache ich hier? Wurde mein Kern nicht komplett zerstört? Die Perfektionierung der Perfektion. So, jetzt machen wir endlich mal den Kampf, den ich auch machen wollte. Ich habe dich mit den Wangbolts zurückgeholt. Wo ist übrigens dieser Kern, von dem du redest? Es ist nicht meine Art, meinen Gegner gemein anzuvertrauen. Aber du hast es doch Vegeta und allen anderen gesagt. Meinst du, das war die Wahrheit? Ah, ich verstehe. Okay. Lass uns ein paar Runden kämpfen. Ich kann das Training gut gebrauchen.
Und wieso sollte ich das tun? Weil du es willst. Ach wirklich? Du hast das Saiyajin sein, oder? Dann kannst du einen Kampf nicht widerstehen. Genau wie ich. Da liegst du nicht ganz falsch. Ich schätze, ich könnte dich bereuen lassen, dass du mich wiederbelebt hast. Cell ist so ein cooler Charakter. Warum ist Cell bekommt aber immer irgendwie the short end of the stick, habe ich so ein Gefühl. Am Ende der Serie ist Majin Buu noch around. Zweimal sogar in der Form von Uub. Einmal als fetten Majin Buu noch, einmal als Uub. Also ja. Majin Buu ist noch mehr oder weniger da. Freezer kommt in Dragon Ball Super wieder, kommt seinen eigenen Film. Was mit Cell bekommt gar nichts. Freezer bekommt diese eine Szene aus dem Dragon Ball Z-Film, der von Son Gohan gewonshottet wird. Cell kommt gar nicht vor oder den sieht man irgendwie nicht wirklich. Oh. Das nutzt sich aus. Bin ich gut. Tue mich auch immer direkt vor dem teleportieren. So, noch ein Kamea mehr. Und noch ein Kamea mehr. Und noch ein Kamea mehr. Ah, das ist nicht nochmal gereicht, ehrlich. Los, nochmal. Nochmal, ich will es nochmal. Jawohl. Nochmal. Okay, ich stirb. Hier nur ein Kampf, okay. Mein Gott, sind das viele Erfahrungspunkte. Liegt an den plus 100% Erfahrungspunkte Dingen, ne? So, das sollte mich wohl überraschen. Immerhin bist du Son Goku. Bist viel stärker als bei den Zellspielen. Aber wenn du so stark bist, dürfte ich das auch sein, da ich ja aus deinen Zellen bestehe. Ja, wahrscheinlich. Nach unserem nächsten Kampf wirst du von mir in die Knie gehen. Cool, ich kann es gar nicht erwarten. Oh, ich dachte, jetzt kommt noch direkt einer. Okay. Okay, dieses 100% mehr Erfahrungspunkte könnte echt gut sein, um mich schnell stärker zu machen. Und da ist er abgehauen. Na, schon wieder. Schaut ein auf das Stick. Freezer zwei Kämpfe bekommt. Cell bekommt nur eine. Gut. Ich sag doch, Cell bekommt immer irgendwie weiter nicht. Wird immer vernachlässigt, weil finde ich voll unfair irgendwie. Gut, dann ja, ich glaube, das war sogar genug für einen ganzen Part, wenn ich mich nicht irre, ne? Deswegen würde ich sagen, ich beende den Part hier. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir uns wieder um einige Quests kümmern. So viele sind eigentlich gar nicht mehr übrig, also okay, da sind noch einige, die ich noch gar nicht freigeschaltet habe. Aber ja, darum kümmern wir uns noch irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt noch Seelenabzeichen bekommen, aber ja, außer hier. Aber ich weiß noch nicht, wie man die bekommt. Muss ich wahrscheinlich erstmal eine andere machen. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der Bad her. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Und ja, danke schön fürs Zuschauen. Liked, abonniert, kommentiert und also was. Tschüss.